Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige in Christus, von ganzem Herzen wollen wir euch frohe und gesegnete Weihnachten wünschen. Ein gesegnetes Weihnachtsfest, in welchem die Freude des Neugeborenen in allen von uns aufleuchtet. Ein Licht, das entflammt, ein Feuer, das entfacht und nicht mehr zum Erlöschen kommt. Wir haben uns vorbereitet auf dieses Weihnachtsfest mit der Adventszeit. Und so wie jemand, der die einzelnen Blumen des Feldes kennt und ihre Wunderbarkeit, ihre Großartigkeit, der wird dann auch eine größere Freude haben, das gesamte Feld voller Blumen zu sehen. So wie jener, der einen feineren Gaumen hat, die Speise mehr genießen kann. Und auch jener, der ein feineres Ohr hat, ein feineres Gehör hat, wird auch die Musik tiefer ergreifen und vollständiger erfassen. Und so haben wir uns vorbereitet. Wir haben uns gebildet in den Wissenschaften Gottes, in der Lehre Gottes, in der heiligen Doktrin, in den einzelnen Geheimnissen. Und so sind wir bereit, um die Freuden zu empfangen des Erlösers, der zu uns gekommen ist, in Fleisch. Wir haben uns abgetötet durch die Fastenzeit und haben unseren Gaumen vom Neuen geschärft, auf dass wir das Salz der Wahrheit wieder besser vernehmen können, dass wir wieder mehr geneigt sind, die göttliche Wahrheit in uns zu vernehmen. Und wir haben unser Ohr geschärft, auf dass wir wieder geneigter sind, das Wort Gottes aufzunehmen und in uns zu behalten, dass wir die Großartigkeit und die Vollkommenheit Gottes immer tiefer durch die Belehrung, das Ohr tiefer in uns eindringen lassen und dann, dass es immer tiefer in uns Wurzel fasst und immer schönere Blüten, schönere Früchte hervorbringt. Wir haben uns erlaubt, einige Heilige zu zitieren, die so schöne Gedanken in Worte gefasst haben bezüglich des Weihnachtsfestes. Wir haben den heiligen Gregor von Nazianz, der also schreibt: Christus bekleidet unser Fleisch. Seid alle voll von Furcht und Freude. Furcht aufgrund der Sünde. Freude aufgrund der Hoffnung. Christus ist geboren aus einer Jungfrau. O Jungfrau, o Frauen, ehrt die Jungfräulichkeit, um Mutter Gottes zu werden, um Mutter des Christus zu werden. O Frauen, ehrt die Jungfräulichkeit, auf dass ihr Mütter Christi werdet. Dann weiter heißt es: Alle Leute, ihr applaudiert mit Händen, freut euch, weil es ist ein Kind geboren, es ist uns gegeben, ein Sohn. Sein Prinzip ist auf seinen Schultern, weil das Kreuz wird das Mittel sein seiner Erhöhung. Sein Name ist der Engel des Großen Rates. Das heißt,
des göttlichen Rates. Und der heilige Johannes schreibt, dieser, welcher ohne Fleisch ist, hat Fleisch angenommen. Das Wort hat Körper angenommen. Das Unsichtbare zeigt sich und ist erkennbar mit den Augen. Das Untastbare, Unantastbare lässt sich anfassen. Jener, der keine Zeit kennt, hat Ursprung genommen. Der Sohn Gottes wurde Sohn des Menschen. Jesus Christus, er war gestern, er ist heute und er wird immer sein. Dann haben wir Worte vom heiligen Bernhard. Jesus Christus, Sohn Gottes, du bist geboren aus Bethlehem in Juda. Meine Seele ist erfreut und löst sich mit diesen Worten. Mein Geist frohlockt in mir mein Geist frohlockt in mir und sehnt sich danach, diese Glückfreudigkeit anzunehmen. Jesus Christus, Jesus heißt Erlöser. Was will man mehr als den Erlöser? Was will mehr als Erlöser wie diejenigen, die verloren sind? Was wünschen mehr die Unglücklichen? Was suchen die mehr Vorteil als jenen, der alle Verzweiflung aufhebt? O Mensch, du wünschst und es ist wahr, du erhältst Heilung. Aber dein Gewissen und deine Schwäche und deine Krankheit halten dich zurück. Fürchte dich nicht. Christus ist lieblich und süß. Seine Barmherzigkeit ist immens, ist unendlich. Als Christus hat er geerbt das Öl, das er gießen wird in deine Wunden. Er ist süß und trotzdem hat der Erlöser die Kraft. Es fällt ihm nicht an Kraft, weil er ist Mensch des Sohnes, Sohn des Menschen, aber er ist auch Mensch Gottes. Und wir haben uns erinnert, dass diese Geburt Christi sich auch realisiert hat in der Geburt von Völkern, von ganzen Völkern, die sich zu Christus bekehrt haben. Und wir haben zum Beispiel den heiligen, an den Chlodwig erinnert, König der Franken, welcher sich im Jahre 496 im Baptisterium von Reims taufen hat lassen. Und mit ihm ist entstanden die erste Tochter der Kirche. Die Franken haben den Glauben umarmt und dies hat stattgefunden am Weihnachtsfest, um die Wirkung zu verstärken. Christus ist geboren einer ganzen Nation. Wir haben ein Jahrhundert später den heiligen Mönch Augustinus, der vom Papst Gregor des Großen nach England gesendet wird, um zu missionieren, und beginnend beim König gelingt es ihm, das ganze Volk zu Gott zu bekehren. Und am Festtag zu Weihnachten praktisch durchsteigt das ganze Volk den Fluss der Taufe
und nehmen den Glauben an Christus an. Welche schöne Beispiele sind dies, um zu sehen, das ist der Grund, weswegen Christus Fleisch geworden ist, weswegen Christus geboren ist. Er möchte, dass wir uns mit ihm vereinigen, dass wir sein Angebot annehmen, um durch ihn erlöst zu werden. Wir haben dann 200 Jahre später den Karl den Großen, der zu Weihnachten im Jahre 800 zum König des Heiligen Römischen Reiches geweiht wird. Und mit dem entsteht das Heilige Römische Reich, das zur Aufgabe hat, das Kreuz Christi, die Lehre Christi in alle Welt zu tragen. Und schon so wie das römische Imperium, das im Niedergang war, durch den Sumpf des Heidentums. Und erst mit dem Zeitpunkt, wo sie das Schwert gepflanzt haben, am Heiligen Berg, und wo sie das Kreuz angenommen haben, haben sie Früchte gebracht und haben nicht mehr durch das Schwert, aber durch das Kreuz die Welt bekehrt, die Welt erobert. Und das war dann auch die Aufgabe von vom König Karl dem Großen, der in allen seinen Reichen das Evangelium eifrig verbreitete. Wenn wir die heutige Frühmesse sehen, die ist das Hirtenamt, dann wollen wir vor allem betrachten die Gelehrsamkeit und die Disposition der Hirten. Die Hirten wurden angewiesen, wurden belehrt von den Engeln über das wunderbare Ereignis der Geburt unseres Herrn. Und die Hirten sind den Anweisungen der Engel gefolgt und fanden dann auch in der Krippe das Jesuskind, so wie es die Engel beschrieben haben. Und es ist wunderbar zu sehen an diesen Hirten, wie sie die Gelehrsamkeit hatten, dass sie erkannten, dass das, was sie hören, von Gott kommt und dass sie dem gefolgt sind. Sie haben die Voraussetzungen gehabt, um Christus zu empfangen. Das muss die Lehre für uns sein aus diesem Hirtenamt von heute. Wir müssen auch gelehrig sein und fähig sein, die Stimme Gottes zu erkennen und dann ihr zu folgen. Und so wie die Hirten in der Sicherheit, dass dieses Kind göttlichen Ursprungs ist, dass es Gott ist, haben sich niedergekniet und haben es angebetet. Und so wollen auch wir uns aneifern, dass wir diese Sicherheit bekommen, wo Christus gegenwärtig ist, um ihn dann auch anzubeten. Weil es heißt, der Herodes hat versucht, das Kind zu töten. In der Synagoge haben sie versucht, alles gegen Christus aufzuwenden. Sie haben ihn versucht zu ermorden. Aber der Glaube ist felsenfest geblieben, so wie es auch der Glaube geblieben ist in den Hirten. Und wir sind in der Erwartung und wir hoffen darauf und wir beten dafür, dass auch die
Weisen und die Mächtigen sich niederwerfen auf die Knie, um das göttliche Kind in der Krippe anzubeten. So wie es die Reiche getan haben in frühen Jahrhunderten. Die Reichen haben sich niedergekniet und sie haben angebetet den König, den sie als Kind vor sich hatten. Und wir haben den heiligen Ephrem, der zum Ausdruck bringt, die wunderbaren Gedanken, die unsere liebe Frau, die Mutter Gottes, zu diesem Zeitpunkt der Geburt haben musste. Und er lässt sie sprechen. Und so heißt es, du Sohn des Königs, hast mich in einem Atemzug zur Tochter des ewigen Königs gemacht. Eine demütige Sklavin deiner Göttlichkeit wurde ich zur Mutter deiner Menschheit. O mein Herr und mein Sohn. O mein Herr und mein Sohn. Von der ganzen Sippe des Davids, von der gesamten Gefolgschaft des Davids, bist du gekommen, um mich auszuwählen, ein armes Jungfräulein. Du hast mich zur Höhe gebracht des Himmels. Oh, welch eine Vision! Seine Augen suchen den Himmel, und seine Lippen öffnen sich nicht, aber sie bleiben in der Stille und halten Eintracht mit Gott. Oh, wie kommt es, dass ich meine Milch dem gebe, der die Quelle aller ist, der alle ernährt? Oh, wie kommt es, dass ich ihm zu Speise gebe, der alles erhält? Wie kann ich anfassen die Windeln, in die er gewickelt ist, von dem, der das Licht begleitet? Und wir wollen in diesen Festtagen uns auch ganz eifrig mit unserer lieben Frau vereinigen, dass wir sozusagen auch mit Gefühlen die Größe dieses Festes immer tiefer begreifen, dass wir immer tiefer in Vereinigung mit unserer lieben Frau, mit der Mutter Gottes, mit der Gottesgebärerin vereint sind, um die Größe dieses Geheimnisses zu erfassen. Wir haben jetzt die dritte Messe gefeiert des Tages, und in diesem Fest, in dieser heiligen Messe, haben wir hauptsächlich betrachtet die göttliche Zeugung des Sohnes von aller Ewigkeit. Weil zu Mitternacht in der ersten Messe haben wir grundsätzlich die Geburt, die Zeugung des Sohnes aus der Maria betrachtet. In der zweiten die Zeugung des Glaubens in den Hirten. Und jetzt betrachten wir die ewige Zeugung des Sohnes im Schoße des Vaters. Weil diese ewige Zeugung übersteigt alle anderen. Diese Konsubstantialität eines Wesens mit dem Vater, Gott von Gott, Licht vom Lichte, so wie wir es im Credo bekennen, erkennen wir, dass zwischen Sohn und Vater kein Unterschied ist, so wie bei uns Menschen zwischen Sohn und Vater. Sie sind einer Substanz. Das heißt, sie haben
ein Sein und ein Wesen. Sie haben die gleiche Natur. Weil wenn wir von der Zeugung sprechen, dann sprechen wir von einer Zeugung, von einer innergöttlichen Zeugung, die die Personen zum Subjekt haben und nicht die göttliche Natur. Wir erinnern, in Gott gibt es zwei Prozessionen, zweifaches Hervorgehen. Das eine ist die Zeugung des Sohnes aus dem Vater und das zweite ist das Hauchen des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn als gemeinsames Prinzip. Wenn wir von dieser Prozession, von diesem Hervorgehen sprechen, dann müssen wir unterscheiden, eine, die nach außen gerichtet ist und eine, die nach innen gerichtet ist. Dieses Hervorgehen, welches nach außen gerichtet ist, bewirkt, dass der Terminus, das Ausgedrückte, das Hervorgebrachte, außerhalb des Prinzips steht. Und das ist die Zeugung in der Natur. Wenn der Mensch geboren wird, dann trennt er sich ab von der Mutter und nimmt ein eigenes Wesen und eine eigene Natur an. Aber dann haben wir das Hervorgehen, die Prozession nach innen. Und dieses Hervorgehen bewirkt, dass es innerhalb seines Prinzips bleibt. Und da sprechen wir von der ewigen Zeugung des Sohnes und der Hauchung des Heiligen Geistes. Diese ewige Zeugung des Sohnes aus dem Schoße des Vaters, weil es eine Prozession nach innen ist. Dieses Dogma, diese Wahrheit wurde bekräftigt, definiert, bestimmt am 4. Laterankonzil 1215. Diese Communicatio Ideamatum, dass die Austauschbarkeit der Eigenschaften zwischen den göttlichen Personen, so wie es auch sehr schön ausgedrückt wird im nyzianzenischen Glaubensbekenntnis. Die Eigenschaften, die Gott dem Vater wesenhaft anhaften, sind die gleichen wie des Sohnes und umgekehrt. Gott versteht sich vollständig selbst. Und dieses sich selbst vollständig verstehen, das ist die ewige Zeugung des Sohnes. Es ist eine intellektuelle Zeugung. Gott versteht sich selbst und er versteht sich vollständig in dem Ausgedrückten, den Logos. Nachdem er sich vollständig versteht, ist eine Wesensgleichheit vorhanden zwischen dem Ausgedrückten und dem, der es erfasst. Und das ist das Mysterium der ewigen Zeugung Gottes, der ewigen Zeugung des Sohnes aus dem Schoße des Vaters. Und dieses Dogma ist auch definiert, um Fehler zu verhindern, dass wir etwa daran denken, es handle sich um eine fleischliche Zeugung. Wie eben gesagt, in der fleischlichen Zeugung wird ja die Substanz getrennt von den Eltern und es entsteht ein eigenes Wesen, ein eigenes Sein. Dieses Konzept würde die Einheit, die Definition der Konsubstantialität
zerstören, das Einssein mit dem Vater. Und zweitens sollen wir nicht denken, dass es bei dieser intellektuellen Zeugung des Sohnes aus dem Schoß des Vaters, dass es sich nicht um ein Wort handelt, das dem Vater zufällig zukommt. Nicht wie bei uns Menschen. Wir nehmen Worte auf, wir nehmen Konzepte auf und sie haften uns an. Aber sie sind zufällig. Sie sind nicht Teil unseres Wesens im konkreten Sinn. Der Architekt, der sein Haus in Gedanken konstruiert, kann es dann ausdrücken in die Realität, indem er es wirklich baut. Es ist jedoch beides rein zufällig. Sowohl, also zufällig, korrekter gesagt, akzidentell, sowohl das erdachte Haus im Kopf, als auch das Realisieren dieses Gedankens nach außen hin. Wenn wir von Gott und dem sprechen, was er versteht, dass er sich vollständig versteht, dann erkennen wir, dass es bei ihm nicht um etwas Akzidentelles handelt, sondern um etwas Wesenhaftes. Es ist sein Wesen, das er vollständig im Wort, im Sohn versteht. Und das ist die Communicatio Idiomatum. Und dieses große Dogma wollen wir auch tief hoch in Ehren halten. Und wir wollen uns aneifern, dass wir im göttlichen Kind, das so süß in der Krippe liegt, dass wir darin den König sehen, dass wir den von Gott Gesandten sehen, dass wir darin Gott sehen. Und dass wir in Gott dann auch alle unsere Hoffnung setzen, so wie es Generationen für uns gemacht haben, auf dass wir das tun, weswegen er Fleisch geworden ist und weswegen er geboren ist, um sichtbar vor uns aufzutreten und vom Reiche Gottes zu predigen. Lassen wir uns also, liebe Gläubige, belehren. Haben wir selbst den Eifer, tief einzudringen in den Wissenschaften? Erhalten wir den Gaumen der Weisheit, dass wir die Süße der Wahrheit, der Weisheit immer tiefer ergreifen und dass wir eine Gelehrsamkeit der göttlichen Wahrheit gegenüber üben. Das bitten wir auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dear faithful in Christ, we wish